unnötiges Blutvergießen muss unter allen Umständen vermieden werden. Das unterschreiben wir, oder? Und deswegen muss das moderne Crowd Controlling nicht hier wie in Stuttgart mit 20 Atü Wasserdruck 65-jährigen Rentnern die Augenhöhlen zertrümmern. Das ist hässlich, dieses Bild, das darf nicht passieren. Sondern die modernen Waffen, die sogenannten Massenschutzwaffen, das ist der Fachbegriff, könnt ihr im Internet mal eingeben, dann könnt ihr die alle angucken. Massenschutzwaffen, das soll, glaube ich, ein Wortspiel sein mit Massenvernichtungswaffen. Also ihr seht, die Entwickler haben auch Humor. Ja. Die modernen Massenschutzwaffen des 21. Jahrhunderts sind variabel. Man kann Leute festkleben, man kann sie vorübergehend blenden, lähmen, verwirren, mit Psychopharmaka kurzfristig ins Koma schießen. Was habe ich vergessen? Ah, genau, habe ich jetzt gerade im Internet gesehen, sehr interessante Waffe. Silent Sheriff, das sogenannte aktive Vertreibungssystem. Könnt ihr im Internet mal eingeben. Silent Sheriff, das ist der Verkaufsname, ein bisschen reißerisch, ist eine Mikrowellenkanone. Ist in der Lage, auf bis zu 400 Meter Entfernung lautlos einen querulierenden Demonstrantenanführer zur Ruhe zu bringen. Also nicht zur Ruhe, sondern die Mikrowellenkanone bringt bei diesem Menschen die Flüssigkeitsmoleküle unter der Hautoberfläche zum Köcheln. Ja, köcheln, nicht kochen, köcheln. Ja. Für den Bruchteil einer Sekunde werden die Flüssigkeitsmoleküle auf 65 bis 40, 70 Grad erhitzt, führt bei unserem Querulanten zu einem Schmerzreiz von 8 Dol. Die Experten wissen, was das ist. Es sind keine Experten da, muss ich es erklären. Es gibt eine internationale Schmerz- und Folterskala. Die reicht von 0 bis 10 Dol. 10 ist, nicht nach oben offen. 10 ist Herztod durch Schmerz. 8 Dol ist der sogenannte überfallartige Vernichtungsschmerz. Ein rechter Klopper, wie der Name schon sagt. Und unser Silent Sheriff verbrät dem 8 Dol auf bis zu 400 Meter Entfernung. Führt bei unserem demonstrierenden Querulanten dazu, dass er nicht mehr die Demonstration anführt und stört, sondern fängt einfach nur noch an zu schreien. Weil er es mordsmäßig wehtut. Er weiß aber nicht, wo es an seinem Körper wehtut. Er kann es nicht lokalisieren. Er kann auch nicht lokalisieren, wo der Schmerz herkommt. Der Sheriff ist ja silent. Ja. Deswegen weiß er auch nicht, wo er sich verstecken soll, weil er ja nicht weiß, wo es herkommt. Ja. Und, kommt auch dazu, der Schmerz ist so groß, dass er auch seine Körperfunktion verliert, die Kontrolle. Also zum Beispiel, er pisst sich in die Hosen. Ja. Ein Demonstrationsführer, der sich in die Hosen pisst. Ja. Eben noch eine große Fresse, jetzt macht er sich in die Hosen. Der kann sich doch nirgends mehr blicken lassen, der Bruder. Und vor allem alle sagen, was hat er eigentlich? Ja. Man sieht nichts, man hört nichts. 15 Sekunden, übrigens kriminaltechnisch, äußerst interessant, 15 Sekunden nach Applikation von 8 Dol ist das noch nicht mal mehr als Hautrötung nachweisbar. Nichts. Kannst sagen, der war immer schon komisch wahrscheinlich. Ja. Und dann, ganz interessant noch, eine Nebenwirkung, die ich für äußerst interessant halte, Schmerzgedächtnis. Bei 8 Dol, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schmerzgedächtnis, also kennt ihr vom Zahnarzt, einer, der euch einen Nerv anbohrt, im Zahnarzt geht er nicht mehr hin. Ja. Wenn ihr ihn auf der Straße seht, grüßt ihr ihn auch nicht. Ja. Bei 8 Dol werden alle Sinneswahrnehmungen im Augenblick des Schmerzes gespeichert und zwar hochgradig negativ besetzt. Alles, was ich gesehen, geschmeckt, gerochen, gefühlt habe. Wenn ich zum Beispiel dafür sorge, dass so ein Querulant im Augenblick des Schmerzreizes Polizei gesehen hat, reicht in Zukunft der Anblick eines Polizeiplakates. Der geht morgens zur Tür raus, will zur Demonstration. Wir haben Polizei plakatiert, geht er wieder zum Frühstück. Und weiß unter Umständen gar nicht genau, warum er wieder zum Frühstück geht. Ist ja egal, Hauptsache er bleibt drin. Ja? Hat für ihn allerdings auch einen Vorteil, er wird dann auch nicht von einem bildungsfernen Molotow-Cocktail getroffen. War ein Scherz. Also ich wollte nur sagen, kleine Ausblick in die Zukunft. Ihr seht, der Staat macht sich Gedanken über die Zukunft. Wir müssen da keine Sorge haben. Schönen Abend noch.